Deine Titten faszinieren mich. Kann ich sie mal ausprobieren? No. I'm trying to observe you. Corroding your mind is not part of the plan. Oh nein, nein. Ich versuche nur, dich zu beobachten. Das Zersetzen deines Verstandes war nie Teil meines Plans. Lass uns was anderes sprechen. Das war's fürs Erste. Ja, ich habe bei Letry halt noch nicht die höchste Stufe erreicht. Bei vielen eigentlich nicht. Nur bei Lyra bis jetzt. Konnte ich sie eigentlich zu meinen anderen Kameraden ausfragen? Ich könnte eine fähige Mörderin brauchen. Was hältst du von denen, die sich über Kyros... Ich will etwas zu unseren Reisen fragen. What did you have in mind? Was hältst du von unseren Reisegefährten? Tötet im Schatten? Ich habe sie kämpfen gesehen. Sie besitzt Kampfgeist, den der Scharlachrote kurz zu unserem Vorteil nutzen könnte. Wir haben schon häufiger versucht, Tiermenschen zu rekrutieren, aber diese Versuche waren nicht unbedingt erfolgreich. Um ehrlich zu sein, waren die Ergebnisse nicht schön. Es ist schwer, etwas zu fangen, was von einem Netz nicht gehalten werden kann. Meistens mussten wir sie überreden, sich rekrutieren zu lassen oder genug von ihnen ermorden, dass nur noch die Schwachen übrig waren. Was hältst du von Ebb? Eine, die sich mit derart viel Leidenschaft in die Schlacht stürzt, muss man respektieren. Dennoch, wenn sie darüber spricht, dass sie Kyros aus den Stufen vertreiben will, möchte ich ihr meine Meinung dazu in den Rücken ritzen. Und Serin, nimm das bitte so auf, wie es gemeint ist. Würde ich in ihrem Alter eine derartige Macht besitzen, wäre das Letzte, was ich tun würde, Befehle von dir anzunehmen. Du glaubst nur, dass du sie herumführst, aber vielleicht ist das Gegenteil der Fall. Würde denn irgendjemand von uns den Unterschied erkennen? Ich muss über Serin nur eins wissen, dass sie Kyros Angst macht. Das sagt doch schon alles. Will okay. Do. Rasten. Ja, Schadenszauber mal nach vorne. Heilzauber nach da hinten. Und die beiden können ruhig da unten bleiben. 1, 2, 3, 4, 5. Und das sind 6. Achso, der da fehlt. So, das heißt, wir sind in abtrünnigen Sumpf. War wohl doch nicht so leicht, wie man es erwartet hätte. Naja, im Klinggrab mussten wir auch durch viele Gebiete durch. So, abtrünnigen Sumpf. Ohne den Schlüsselstein vom Myrek. Ja. Melby, die Kommandantin der Bundesbruderschaft, hat dir gesagt, dass Rettermann in den Altbau beim Zwillingsfluss gegangen ist. Sie erwähnte außerdem, dass ein Mann namens Myrek den Schlüsselstein hat, den man zum Zugang in die Altbau benötigt. Myrek war unterwegs zum abtrünnigen Sumpf. Ja. Da ist schon mal eine Falle. Look, look. Spotted something. Right. Da sind ein paar Plünderer der Bruderschaft. Plan des Feiglings. Leichte Stoffrüstung. Nö. Yes. Dann entschärfen wir mal das und dann kümmern wir uns um die beiden Plünderer hier. Hingerichtete Bruderschaftssoldaten wurden hier zusammen mit einem kleinen Haufen Ausrüstung. Beutel und Ring aufgerichtet. Sie scheinen erst vor kurzem getötet worden zu sein. Yes. Verräter, zumindest behauptet das Rettungsbord. Ich bin nicht in der Position, um Fragen zu stellen. Rätselhaftes Sendschreiben. Dieses zusammengerollte Pergament, das in einem Beutel steckte, scheint ein nicht ausgeliefertes Sendschreiben zu sein.
Er ist misstrauisch, kann Berichte nicht liefern. Komme in 2 Wochen zum Sumpf, suche nach verrosteter Klinge samt Schild. Okay. Plünderer, Lok. Kaela. I got it. Hey du. Die junge Frau musste dich von oben besuchen. Was im Kyros aufgebläht'ter Nase willst du? Vielleicht solltest du dir nochmal überlegen, wie du mit deinem Schicksalsbinder sprichst. Tut mir leid, in letzter Zeit stehe ich etwas neben mir. Ich habe versucht, mit Lok zu sprechen, dann aber taucht ein anderer Bruderschaftssoldat auf und alles ging den Bach runter. Was hast du hier draußen überhaupt verloren? Ich leiste meinen Beitrag, das habe ich hier verloren. Ich bin im abtrünnigen Sumpf gekommen, um mich der borstenden Bruderschaft anzuschließen. Und du kannst nichts tun, um mich davon abzuhalten. Warum ist es für sich so wichtig, der Bruderschaft beizutreten? Die Leute von der Borsten Bruderschaft sind die Warmbeschützer von Lithians Kreuzung. Bevor Kyros kam, haben sie uns jahrelang beschützt. Damals war alles besser. Die Leute waren glücklicher, mein Bruder war glücklicher. Dein Bruder? Mein Bruder Kallion. Er hat mich sehr genau im Auge behalten, seit die Bruderschaft von Lithians Kreuzung vertrieben wurde. Anfangs dachte ich, er hätte dich geschickt, um mich mit Gewalt nach Hause zurückzubringen. Er hat dich doch nicht etwa geschickt, oder? Weißt du was? Vergiss es. Es ist nicht wichtig. Ich werde nirgendwo hingehen, solange ich nicht zur Bruderschaft gehöre. Kallion wird lernen müssen, ohne mich zu leben. Du hast wohl nicht gesehen, was der Anführer der Bruderschaft in Lenians Kreuzung angerichtet hat. Wahrscheinlich hat er nur getan, wozu niemand bereit war, sich Kyros Soldaten zu widersetzen. Redemond ist ein guter Mann. Er würde nur tun, was er für notwendig hält. Redemond ist nicht das, wofür du ihn hältst. Und für was genau denkst du, dass ich ihn halte, Herr Experte? Redemond ist ein Feigling, ein Dieb und ein Mörder. Ist er nicht, du lügst. Mich an, ich kenne Redemond, so ist er nicht. Moment mal, waren du und Redemond? Was? Nein, ich geht Redemond und ich war niemals ein. Wie auch immer du das nennen magst, er war vor langer Zeit mit meinem Bruder befreundet. Mein Bruder war viel glücklicher, als Redemond noch da war. Damals kümmerte er sich nicht so viel um mich, wie ich versuchte, mein Leben zu leben. Ich möchte Kallion und dieses Glück zurückgeben. Wenn Kallion und Redemond wieder Freunde würden, wäre ich frei vom Einfluss meines Bruders. Dann könnte ich endlich die Stufe erkunden. Du trittst der Bruderschaft bei, damit du die Freundschaft zwischen deinem Bruder und Redemond kitten kannst. Also im Prinzip sagst du mir, dass es hierbei in Wirklichkeit darum geht, dem Einfluss deines Bruders zu entkommen. Ich könnte Kallion einfach töten, würde es das einfacher machen. Nehmen wir das Mittlere. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe meinen Bruder, aber manchmal kann er etwas erdrückend sein. Angesichts des Konflikts zwischen der Bruderschaft und Kyros ist das in letzter Zeit noch schlimmer gewesen. Ich glaube, das erinnert ihn einfach nur daran, was er in den letzten Jahren verloren hat. Ich möchte nur die Freiheit haben, mein eigenes Leben zu leben. Weit weg von Kallion, weit weg von jedermann. Ich möchte die Stufen erkunden. Ich habe mein gesamtes Leben in Lithians Kreuzung verbracht, weil man mich bis vor kurzem noch für zu jung hielt, um alleine zu reisen. Da ich jetzt alt genug bin, möchte ich in die Welt hinaus und sehen, was es dort gibt. Mein Bruder lässt mich kaum in die Nachbardörfer gehen, ganz zu schweigen von Orten wie Halbtor. Lauf weg! Redemond wünscht sich nur die Vernichtung von Lithians Kreuzung. Redemond ist ein Feigling, Dieb und Mörder. Seine Wahnvorstellungen werden daran nichts ändern. Den Redemond, den du kanntest, gibt es nicht mehr. Du solltest es verstanden haben. Habe ich, glaube ich, aber bis jetzt hatte ich zu viel Angst, um die Tatsache ins Gesicht zu sehen. Redemond nicht mehr die Person ist, mit der mein Bruder befreundet war, wie soll ich ihn dann wieder glücklich genug machen, damit er mich gehen lässt? Sprich mit Kallion, sag ihm, dass du alt genug bist, um deine eigene Entscheidung zu treffen. Lauf weg, ich werde ihm sagen, dass du gestorben bist, damit er dich nicht sucht. Sprich mit ihm. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber ich werde es versuchen. Danke, Brenoir. Ich werde nach Lithians Kreuzung zurückkehren und mit meinem Bruder sprechen.
Neue Quest, blinder Ehrgeiz. Kaela ist fest entschlossen mit der Bronzenen Bruderschaft. Du hast Kaela überzeugt, zu ihrem Bruder Kallion zurückzukehren. So solltest du mit deiner Belohnung zur Kreuzung zurückkehren. Arnett. Ich hoffe mal, er ist so schlau und lässt sie gehen. Lok und Myrik. Die beiden umgehe ich jetzt mal gezielt. Und schaue mich in den anderen Teilen um. Spotted something. Quiet down. Ich sollte aber vorsichtig hier lang gehen. Agentenberichte. Dieses Bündel von Seiten war geschickt in einer Felsspalte beim Abtrünnigungsumpf versteckt. Es enthält detaillierte Berichte, die an jemanden namens HB geliefert werden sollten. Die Briefe enthalten genaue Beobachtungen zur Operation der Bruderschaft, Beginn von einem Gespann. Offenbar hat der Autor die Söldnerbande infiltriert. Die meiste Zeit hat er wohl der Bruderschaft geholfen, eine Organisationsbasis bei den Altmaunern Zwingsfluss aufzubauen. Der Spion konnte bei mehreren Gelegenheiten Rettungen beobachten. Er merkt an, dass der Anführer sich in der unbekannten Umgebung zunehmend sicherer gefühlt hat und nicht davor zurückschreckte, die Arkaden Ruinen zu stören. In einem anderen Brief berichtet der Agent, dass mehrere Waisen zu Rettungen gebracht wurden, vermutlich gegen ihren Willen, um einige der Mysterien der Altmauern zu ergründen. Je kühler der Anführer wurde, desto paranoider wurde er auch und bezichtigte regelmäßig Bruderschaftssoldaten des Verrats. Der letzte Brief scheint in Eile verfasst worden zu sein, die Tinte ist auf mehreren Stellen verschmiert. Musste verschwinden, habe Notizen und Schriftrollen der Weise gestohlen, um feindliche Pläne zu verzögern. Er ist wohl größere Gefahr als gedacht. Bin mit Wildnispatrouillen gegangen, aber Abwesenheit bei Altmauern wird bemerkt werden. Dokumente verborgen, in Wams eingenäht. Weg wird durch Eisental gehen, sucht nach Bruder mit kupfernen Nasenring und Narbe am linken Kiefer. Da spackt das Reh gerade, weil es nirgendwo hinrennen kann. Leichte Lederhandschuhe. Was für dich? Ja. Brauchst du nur noch eine bessere Rüstung? Oder wir verstärken einfach mal bei Gelegenheit ihr Kleid. Arnett. So, Fall. Oh, da oben sind ein paar geschmähten Leichen. Und wen ich auch noch nicht entdeckt habe, ist. Kino. Der sollte sich ja auch hier irgendwo befinden. Ich hab's gerade angesprochen. Ein gebeugter, besiegt wirkender Mann sieht dich kommen und steht schnell auf. Er hat wilde, hungrige Augen und seine Haut ist vom Schlafen auf dem Boden voller Wunden, Stell und Schmutz. Er spricht mit schwacher, zittriger Stimme. Ich weiß, warum du gekommen bist. Seine Stimme spricht, als er zum Leben begeht. Du darfst die Lügen nicht glauben, die sie dir erzählt haben. Ich habe nichts Falsches getan. Dann erzähl mir deine Seite. Ich habe nichts Falsches getan. Er schaut sich um und als ob er etwas suchen würde, was ihn retten könnte. Die Leute verbreiten Lügen über mich und ich kann es beweisen. Ich sage dir, wo die Leichname sind. Bitte lass mich gehen. Hör auf zu brabbeln und sag mir, was du zu sagen hast. Vor lauter Angst spricht Gino so rasch, dass es ihm fast nicht verstehen kann. Ich sah, wie sie Leichen begruben. Es war außerhalb der Altmauer den Zwillingsfluss im Gestrüpp. Ich war dort, um ein paar Fische aus dem Fluss zu angeln. Dabei habe ich sie gesehen. Die Gespähten haben Leichen begraben. Sie wollen meinen Tod, weil ich die Leichen gesehen habe. Leichen gibt es in diesem Krieg jeden Tag. Warum sollten die hier wichtig sein? Du weißt es nicht. Sie sahen, dass ich sie beobachte und verfolgten mich. Ich bin gerade so mit dem Leben davongekommen. Seitdem habe ich mich versteckt, weil sie mich töten werden, wenn sie mich finden.
Was hattest du da draußen überhaupt zu suchen? Ja, er hat gesagt, er hat gefischt. Ich bin Fischer, also komme ich die ganze Zeit hier raus. Die besten Fänge macht man bei dem Gabelung im Zwillingsfluss und das liegt ein bisschen abseits des Weges. Dort lassen die Geschmähten auch Leichen verschwinden, die niemand sehen soll. Was ist mit Berichten von Leuten, die nicht ins Dorf zurückkommen sollen? Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich sammle Nahrung in der Wildnis und so schleiche ich mich dann ins Dorf, um sie ihnen zu geben. Nichts, was die Leute über mich sagen, ist die Wahrheit. Sie verbreiten Gerüchte aus Angst vor Repressalien der Geschmähten, falls sie mich unterstützen. Dann bring mich zu den Leichen. Nein, ich kann nirgendwo hingehen, sonst werden sie mich finden. Ich werde das Gebiet auf deiner Karte einzeichnen, dann kannst du sie selbst ausgraben. Geh, wenn du sie gefunden hast, wirst du wissen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Wenn du meinen Rahmen reinwäschst, kann ich endlich zu meiner Familie zurückkehren. Und wo ist die Stelle? In der Nähe der Altbau im Zwillingsfluss, südwestlich des Flusses in einem Gebüsch. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen.